Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute die Garagentour von dem lieben Deckardshore. Danke gehen raus, dass wir uns die Zeit nehmen konnten und wir deine Garagen sehen konnten. Am Anfang hat man schon gesehen, ein blaues Auto. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was das war. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wenn du magst. Nach der Reihenfolge, wie wir sie gezeigt haben, welches Auto welches ist. Wenn du magst, kannst du mal da ein bisschen was zu schreiben. Kommentare steht dir frei. Kannst auch gerne mehrere schreiben. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat man hier sehr schöne Fast and the Furious Autos. Vor allem der rote und der grüne hier, die gefallen mir ganz besonders eigentlich gut. Das sind relativ schöne Fahrzeuge. Kann man schön für ein FF-Treffen mal benutzen. Finde ich sehr gut. Aber auch die anderen Fahrzeuge, jeder hat etwas für sich, sag ich mal. Na, also ist jetzt kein, es ist nicht gemoddet, ja Leute, sag ich gleich, es ist nicht gemoddet. Aber es muss nicht gleich gemoddet sein, um gut zu sein. Man kann auch mit normalen Farben, mit normalem Tuning, echt gute Tunings hinbekommen. Siehe hier von Deckardshore, der hat ja hier einiges an Fast and the Furious hingelegt. Verschiedene Teile, Autos aus verschiedenen Teilen. Ich konnte mir das nicht ganz genau merken, welches jetzt Auto aus welchem Teil ist. Ich kenne die Serien zwar, aber ich habe mir jetzt da nicht die GTA-Autos zu jedem gemerkt. Bei dem hier bin ich der Meinung, dass da halt ein Design drauf gehöre, aber ich bin mir halt da nicht sicher. Aber es sieht so auch ganz mega aus. Ja, ich kenne es halt auf Facebook und so, überall posten das halt mit Design und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie das jetzt genau gemacht wird, bin mir da nicht sicher. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Autos. Wie gesagt, könnt ihr euch mal angucken. Wenn ihr auf Filmautos steht, euch da was gefällt, vielleicht ist er euch bereit zu erklären, wie ihr die tunen müsst. Oder wie ihr es machen müsst, um das ihr sie so habt. Welche Automodelle es sind. Oder vielleicht ist er euch auch bereit, das ein oder andere Auto per Giftcast to Friends rüberzugeben, wenn er das machen tut. Dann müsst ihr ihn dann anschreiben, könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen und ihn dann da einfach mal nachfragen. Einfach im Bereich Giftcast to Friends nachfragen, Bild aus dem Video rausschicken, das Screenshotten in den reinschicken, das Video, das Auto suchst du, hättest du vielleicht gerne, wenn möglich, und vielleicht ist ja so nett und gibt euch das. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch die Autos an. Es sind schöne Autos. Na? Jedes Auto hat, wie gesagt, etwas für sich. Ja, dann haben wir jetzt hier ein schwarzes Auto. Ich kann nicht zu jedem das was sagen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was wir haben vom Film her. Ja, aber das ist, glaube ich, war von Letty oder Toretto, irgendwas, keine Ahnung. Deckard, kannst du mal hier zu der Minute schreiben, was das für ein Auto war? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wäre dir dankbar dafür. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir die nächste kleine Garage. Die Autos sind noch unfertig. So wie ich das verstanden habe, sind die noch unfertig. Die beiden. Oder nur das eine. Also eins, entweder beide sind unfertig oder eins davon sind unfertig. Aber sobald er die Möglichkeit hat, wird er die noch fertigstellen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann kann man ihn vielleicht mal fragen, ob er die vielleicht auf Discord postet, damit wir wissen, wie die denn fertig aussehen. Wenn der liebe Deckard sie fertig hat, dann haben wir seine letzte Garage. Das ist diese hier. Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass das rote Auto gefühlt überall steht. Ja, wir sind mit dem Auto halt rumgefahren. Und deswegen, ja, steht das gefühlt fast überall. Ja, aber wie gesagt, er hatte nicht so viele Autos, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja nicht um die Menge, es geht um den Wert der Fahrzeuge. Und die hier sind, glaube ich, mehr oder weniger auch noch nicht ganz fertig. Aber es ist halt alles eine Frage der Geld in GTA, des Geldes in GTA. So, dann bin ich gleich mal raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
hoffe, die paar Autos haben euch gefallen. Wenn ihr selber mal eure Autos zeigen möchtet, dann schreibt mir auf Discord eine Privatnachricht. Dies könnt ihr tun, indem ihr auf meinen Server kommt und mir dann eine Privatnachricht schreibt und wir uns dann einen Samstag ausmachen, wo wir die Zeit dafür haben, dies zu machen. Ich bin dann raus und sage ciao. Turns to sun rays and on and on.